Freilaufende Hunde, Achtung, ah, tot. Aber gleich schläft er wieder. Gut, wir sind in Block 6. Haben wir schon beim letzten Video den Anfang gesehen. Nach dem Block 5, Hilfe, von allen Seiten, kommen sie. Die Toten, die Untoten, wie auch immer. Bin ja eigentlich nicht so ein Horrortyp. Aber was ich sagen wollte, Block 5 ging extrem schnell vorbei. Die machen mich fertig. Was soll das? Ich habe eben Block 5 nochmal nachspielen müssen, weil das mit dem Passwort nicht so ganz geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen sind auch die Punkte vielleicht ein bisschen... ich verliere sowieso immer meine Punkte, wenn ich tot bin, also spielt das eigentlich keine Rolle. Ah! Ah! Das ist ein Bumerang hier. Das ist ein Axtbumerang. Wieso kriege ich den eigentlich nicht? Ich bin tot. Ich glaub's nicht. Da war ich ja beim ersten Mal besser. Ich glaube, ich muss da einfach durchrushen. So wie ich es halt immer tue. Zack, zack. Jedenfalls habe ich Block 5 nochmal nachgespielt. Da bin ich echt einfach durchgelaufen. Das war sowas von einfach. Ich meine, in der Aufnahme hatte ich jetzt auch nicht so übelst viel Probleme, aber mehr als danach. Aber dann habe ich es ja auch schon gekannt, was mich erwartet. Aber ich habe einfach jeden Gegner getroffen. Ich bin gelaufen, habe geschossen, genau, geschlagen und habe alles richtig gemacht. Aber sobald die Aufnahme läuft, dann klappt nichts mehr. Oder nicht mehr so viel. Ich habe dich doch erwischt. Aber ich habe jetzt Zauberwasser. Guck mal, was ich damit mache. Dich nicht treffen. Halla. Stirb. Endlich. Zum Glück ist das noch ein bisschen nachwirkend. Man muss also nicht exakt treffen. Sie sehen eigentlich eher weiblich aus, hätte ich gesagt. Aber die machen sehr männliche Geräusche. Geh doch rein, Junge. Okay, noch eins. Verpulver ich nicht an dir. Von meinem Pulverwasser. Von meinem Nahrungsergänzungsmittel. Für schön seidene Haut und langes Leben. Außerhalb dieses Schlosses. Puh, jetzt habe ich ein Leben verloren. Das ist jetzt nicht so optimal. Hier gab es ein großes Herz, das weiß ich. Ne, ein kleines. Toll, habe ich mir das gemerkt, ne? So komme ich da, glaube ich, wohl gar nicht drauf. Das muss mir schon entgegenkommen. Ich glaube, da kann man es ganz schön versauen hier. Und dieser rote Bildschirm ab und zu mal verwirrt mich immer noch. Als wären wir hier in der Folterkammer. Und gerade würden unter uns, deswegen schwingen die Kronleuchter auch so hin und her, einige Leute bluten gelassen. Brrr. Dann wollen wir hier mal schnell raus. Na gut, wir müssen eine Runde warten. An sich ist das echt kein Problem hier. Vor allem, seitdem ich das halbwegs beherrsche, hier mit der Peitsche mich zu hangeln. Moment, ich musste weiter vorne ran, sonst komme ich da nicht drauf. Der hat auch noch nie was von LEDs gehört, oder? Da sind schon zwei Kerzen aus in der Mitte. Da kümmert sich auch keiner mehr drum. So, jetzt aber. Das Zauberwasser würde ich gerne bis zum Schluss behalten. Leider verliert man das ja immer wieder. Oh, meine Zehennägel wieder. Die haben mir schon so oft das Leben gerettet. Okay, hier bin ich ne, hier noch nicht ganz, aber fast. Ich hätte gedacht, hier gab es dieses Geheimnis, aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie ich da anders hinkommen soll, als drauf zu schlagen. Vielleicht nur mit dem Zauberwasser? Habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Ich lasse es jetzt einfach. So besonders sind die Geheimnisse jetzt auch nicht, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Bisschen Zeug hiervon, bisschen Zeug davon und ganz viel fürs Prestige, aber sonst. Will ich nicht, will ich nicht. Du? Na! Wieso? Oh. Sterb doch einfach. Diese Dinger sind am schlimmsten. Guck, die gehen einfach nicht kaputt. Ich schlag drauf und es passiert nichts. Ja. Kommt wieder Jammer-EMs hervor. Also EMs bin ich. Laut dem Spiel. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt den Namen geändert. Kann es sein?
Oder sah zumindest so aus, weil ich das Passwort eingeben wollte. Aber das hat ja nicht geklappt. So. Ich frage mich eh, warum man sein Passwort überhaupt ändern, seinen Namen ändern kann. Nur wenn man ein Passwort eingibt. Gehen die von beiden Seiten, ich mag das gar nicht. Die gehen einfach nicht kaputt. Schnell weg. Man muss die echt mit dem Ende der Peitsche treffen, dann gehen die nur kaputt, glaube ich. Ja, trotzdem komisch. Oh, endlich mal gibt's sowas hier. Unglaublich. Ist ja nicht nur von Vegetariern umgeben. Nein. Hier gibt's auch noch Veganer. Hilfe. Zack. Nein, der trifft mich da. Ich weiß es. Doch. Na. Ich meine, wenn man die Gegner schon sieht und dann doch getroffen wird, das ist voll ernüchternd. Der Boden sieht teilweise gar nicht mal stabil aus. Hier kam doch der Schnelle gleich von hinten, ne? Ja. Boah. Instinktiv die Peitsche richtig angewendet. Und beim zweiten Mal klappt es dann nicht mehr. Ich bin extra gesprungen. Man darf echt nicht denken, man hätte genug Zeit, um noch irgendwas anderes zu machen. Auch wenn es eigentlich locker Zeit wäre. Gut, wir laufen jetzt einfach. Das wird nicht so schnell gehen, dieser Block. Das sehe ich schon. Ich sitze jetzt auch extra nach vorne gebeugt. Im letzten Video habe ich noch schön nach hinten gesessen. Aber jetzt sehe ich, von mir wird alles verlangt. Diese Trickkerzen im Hintergrund, habt ihr die gesehen? Den an, aus. Das verwirrt mich immer wieder. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie sie kaputt gehen. Einfach laufen. Und sterben. Ja, ihr könnt auch mal selber verschwinden. Ich dachte, die gehen von selber weg nach einer Weile, aber die muss man offenbar töten. Da kann man auch die Musik ein bisschen drüber hinweg trösten. Dracula fetzt richtig ab. Gut zu hören über die Lautsprecher, die hier angebracht sind. Er ist natürlich ganz oben im Glockenturm am Spielen. Hilfe. Ich traue mich nicht, da so nah ranzugehen. Ich habe die Befürchtung, dass ich dann getroffen werde von den Splittern. So. Hä? Ich habe dich voll getroffen. Ich war mir voll... Ich krieg die nicht klein. Und die nerven auch wie Sau, sonst was. Die machen mich fertig. Ich kann da nicht ausweichen. Ich bin viel zu langsam. Das ist ja unfair. Ich kann nicht fliegen. So, und... Ja, jetzt geht's. Ich habe noch zwei Balken, die kommen gleich wieder, die fliegenden Typen, glaube ich. Da waren nur noch zwei. Das ist... Das missfällt mir deutlich. Zack. Aber es ist nur wieder dasselbe Schema, dass man oft genug spielen muss und dann hat man das irgendwann intus, intravenös, inhaliert. Nein, 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 nein. Wieso? Ich hab dich voll getroffen. Schon wieder. Ich treffe ihn immer wieder. Jetzt treffe ich ihn, merkwürdigerweise. Wenn er eigentlich schon weg ist. Die Peitsche ist zu lang, habe ich das Gefühl. Gegen die Dinger ist eine kurze... besser zu beherrschen. Ich bin nicht gesprungen, ich habe geschlagen. Aber ich habe im Endeffekt wohl doch beides gleichzeitig gemacht. Und das war der Fehler. Letztes Leben. Gleich dürfen wir nochmal neu beginnen. Hey, 9 Minuten für die Katz. Oder noch mehr. Naja, es war ja zum Training. Die Peitsche hier, die wäre perfekt, glaube ich. Gegen diese Disco-Dinger in der Luft. Gegen diese Metallscheiben. Er wollte, aber er hat sich nicht mehr getraut. Denn er hat gesehen, ich habe einen grimmigen Gesichtsausdruck bekommen. Denn jetzt wird's langsam zu viel. Ja, genau so. Man muss sich einfach die Zeit nehmen. Und schnell genug sein am besten. Und die schön sachte killen. Dann kommt man ja mit vollem Leben durch. Hölle, du nicht. Der ist mir zu schnell. Auch wenn ich irgendwie noch eine Erinnerung hatte, dass er noch ein schnellerer wäre.
Aber ich schätze mal, da habe ich mich geirrt. Das ist schon der schnellste. Man kann ja trotzdem kaum reagieren. Ja, nehmen wir mit. Das ist immer gut. Schade, dass ich jetzt nur noch ein letztes Leben habe. Gerade jetzt, wo ich den Trick raus habe. Aber macht ja nichts. Hahaha. Beim nächsten Mal dann. Nicht, dass du den Typ schützt. Den Matrosen, den Leichtmatrosen. Im oberen Kostüm. Obern. Oberkostüm. Im Operkostüm. Oper, Opern. Mann, gibt es auch viele Variationsmöglichkeiten mit dem Wort. So. Stirb du mal. Ich darf nicht springen, wenn ich eigentlich schlagen will. Das hat mich schon mehrmals hier in Bedrängnis gebracht. Und nicht nochmal. Cool, ich kann da rüberspringen. Hier gibt es ja keinen Sinn, aber wie hätte man sonst ausweichen sollen? Ja, man darf mich zweimal schlagen. Das ist dann zu lange. Und jetzt aber nicht mehr werfen lassen. Gut. Fledermäuse. Ich weiß, dass ihr da seid. Jetzt ist noch eine da. Ha, Pokéball, los! Fang sie und lass sie nie wieder raus. Du bist niemals ein Golbat. Hurra, hurra. Bin ein bisschen erschöpft. Hoppala! Hoppala! Ich habe auch eine Axt, was sagst du dazu? Haha, nicht in Stehen werfen, das ist keine gute Idee. Das habe ich leichtes Spiel. So, einfach weiter. So weit war ich noch nicht, oder? Oder doch? Ich kann mich nicht mehr erinnern, zumindest. Nicht mehr wirklich. Doch, hier war ich kurz und dann bin ich gestorben. Aber allzu lange kann... Ach, ich bin auf die Stacheln hier gefallen. War das nicht so? Wegen irgendwas Blöden. Immer ist es was Blödes. Mich hat noch nie was Gutes getötet. Noch nie was Kluges. Okay. Ich kann nicht weiter nach rechts scrollen. Jetzt kann ich scrollen. Nur wenn ich selber nach rechts gehe, dann scrollt es auch. Oh. Ich könnte aber zurückgehen. Wozu? Ach ja, ich erinnere mich. Die Dinger gingen kaputt und dann war ich nicht schnell genug am Ende. Einfach weiter. Einfach weiter. Ah, das sind die Typen. Das sind die Särge, von denen ich einst sprach. Die mich jetzt verfolgen. Konnte man die irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie man die... Ah, einfach draufschlagen. Gib mir das, gib mir das. Lecker, 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 lecker. Jetzt ist es in meinem Magen verschwunden. Also es ist sowieso am Verschwinden gewesen. Jetzt ist es in meinem Magen verschwunden. Versteht ihr? So, gab es hier das andere Geheimnis? So kurz nach dem ersten, das ich schon verpasst habe, eventuell. Mal sehen, ob es diesen Sarg hier gab. Ich glaube, der hat irgendwie Wind gesogen. Aha, 6-3. Oh, die werfen in einem Bogen. Ich auch. Ich auch. Und, oh, die treffen aber. Nervt mich nicht. Wie soll man denn an denen gescheit vorbeikommen? Und die stehen wieder auf, ich weiß. Erstmal haben wir dein Geld. Hast du dein Leben lang gespart und jetzt nimm es hier ab. Hurra, hurra. Warum sollte man sein Leben übersparen? Für den Tod. Da kann man eben nichts mitnehmen. Zack. Deswegen am besten alles aufs Sparbuch bringen. Da gibt es nämlich eh keine Zinsen mehr. Da ist es gut angelegt. Zack. Ich habe mein Sparbuch letztens, ist schon über ein Jahr her, aufgelöst. Da waren eh nur noch 1, 2, 3, 4 Euro noch drin, drauf. Bin ein bisschen traurig, das war schon so ein Stück Kindheit noch. Jetzt ist es weg. Hä, was ist denn hier los? Ich gehe mal woanders lang. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich habe aber hier... Es bringt nichts. Was ist denn hier los? Ist das ein Fehler? Was willst du? Simsala oder was bist du? Jetzt kann ich. Hä? Geil! Coole Mechanik. Ich komme da voll vorbei. Ich will erstmal den anderen töten. Den treffe ich offenbar wenigstens. Nö. Okay, ich muss aufpassen. Wenn die Hände weg sind, kann ich durch. Nehme ich an. Gut, ich bin weg. Wie soll ich denn...
Ich komme hier nicht vorbei. Was ist das denn für ein Blödsinn? Und ich bin tot. Yay. Moment, ich habe noch ein Leben. Wo kommt das jetzt? Nicht nochmal, Jungs. Ihr habt mich einmal zur Weißglut getrieben. Jetzt gibt's Blut. Blut. Wurst. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ah. Ihr habt mich einmal zur Weißwurst getrieben. Was? Ich versuche meine eigenen Gedanken irgendwie zu verstehen. Aber im Endeffekt kann ich nur sagen, Teewurst ist lecker. Diese hier. Nicht schon wieder. So. Hier nach oben. Und es wäre ja schön, was ist eigentlich da unten? Gibt es da noch irgendwelche Geheimnisse? Das wäre doch auch mal interessant zu erfahren. Jetzt sind wir hier. Ich weiß aber nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ich kann mich ducken. Ist das die Lösung? Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Das ist das Blöde. Der macht mir nichts mehr. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, da muss man sich halt immer ducken. Das kann doch nicht normal sein. Vor allem beim Speedrun geht das doch bestimmt noch anders. Ducken. Tolles Abwehrsystem. Vor allem, weil der unverwundbar ist, der Typ. Und die Hände sowieso. Das sind wahrscheinlich die Hände von dem Typen, der per Telekinese die beherrscht. Überhaupt keine Erinnerung daran. Aber macht nichts. Hauptsache, wir kommen hier nie wieder hin. Werden wir wahrscheinlich trotzdem nochmal. Nach oben? Okay. Als Held muss man Treppen steigen können. Und mein letztes Leben ist gleich weg. Die Särge, die konnte man einfach abballern. Ne? War ja auch irgendwie witzlos. Hehe. Kein Tod für mich heute. Oder eine Seebestattung. Ohne Sarg. Oder verbrennen lassen. Immerhin billiger. Es bewegt sich! diese Jumpscares. Muss doch nicht sein. Immerhin hat der Ton nicht irgendwie noch so ein lautes gemacht. Das ist ja in heutigen Spielen, glaube ich, sehr beliebt. Deswegen spiele ich keine heutigen Spiele. So. Oder selten. Hier sind die Tanzenpaare, die ich eigentlich mal gemeint hatte, aber hier gibt es, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Her damit, her damit! Hab einen ganzen Gegner getötet mit. Ist das nicht geil? Bin ein bisschen unter Druck. Dagegen hilft Geld immer ganz gut. Spendenlink in der Beschreibung. Das war jetzt. Ich meinte die Geldsäcke auf dem Boden. So. Nicht getroffen. Ja, man hat fast schon zu viele Variationsmöglichkeiten mit der Peitsche in diesem Teil dazu gewonnen. Manchmal verbockt man es damit nur sich selbst. Im Endeffekt ist man selber schuld. Ja, aber man kann es dann umso mehr auf die Mechanik schieben. Zu viele Möglichkeiten. Oh. Fast schon wieder voll. Jetzt müssen ja irgendwann mal die Mumien kommen. Also, ich dachte, die kamen ganz früh. Immer noch nicht. Was ist das hier? Wenn ich das wüsste. Ach ja, die tanzenden Pärchen. Wer auch sonst. Aber ich habe kein Item. Vielleicht sollte ich hier nicht stehen bleiben. Aber ich habe die fast tot gekriegt. Aber erstmal bin ich tot. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Aber ich glaube, jetzt komme ich wesentlich besser durch. Du nicht. Man muss halt immer wieder nach hinten schlagen. Ich will immer schießen sagen. Man kann ja seine Peitsche auch davon schießen. Wir gehen jetzt nach oben. Ich weiß zwar nicht, ob hier noch irgendwas Sinnvolles war, aber viel... Das kann man mal mitnehmen. Also so ein großes Herz, da sage ich nicht nein. Der trifft mich auch fast jedes Mal, glaube ich. Zauberwasser. Spring! Wieso bleibt die Axt bestehen, wenn er tot ist? Das ist in anderen Spielen doch auch nicht so. Ist zwar logisch, ja, aber wir sind hier auf dem Super Nintendo. Ich will doch keine Logik hier. So.
Das wird wieder ein bisschen länger, das Video. Fast schon schön, ne? Wenn ich das Zauberwasser behalten könnte, dann würde mir das beim Boss bestimmt helfen, wenn er da so in der Ecke hängt. Ich glaube, mit dem Zauberwasser wird alles einfach. Habe ich voll vergessen. Ich musste sagen, es ist ein sehr langer Block. Diesen Abschnitt zum Beispiel habe ich vollkommen vergessen. Hilfe. Knapp, knapp, knapp. Aber er hat sehr gut trainierte Beine. Sonst hätte er schon längst einen Wadenkrampf. Bei diesem ständigen Rumgehüpfe. Das hat mich bei Mario auch immer verwundert, dass er das aushält. Der muss schon ganz schöne Kopfschmerzen. Oh, ich warte. Kopfschmerzen haben. Mit seinem Bierbauch. Das ist kein direkter Kausalzusammenhang, aber an sich, generell gesehen, ist das, glaube ich, nachvollziehbar, was ich damit sagen möchte. Zack, zack und zack. Hahaha. Manchmal muss man sich einfach was trauen im Leben. Sonst bereut man es eines Tages. Hüppala. Es hat gerade so Elemente eines Liedes, eines anderen Liedes, das ich gerade nicht benennen kann, aber an das es mich erinnert. Okay, vor allem ist wichtig, dass ich diesen Abschnitt hier jetzt gut schaffe, denn hier habe ich sehr viele Leben verloren. Ich glaube sogar fast alle beim letzten Mal. Aber inzwischen sollte ich den ganz gut raus haben. Vor allem halt dieser eine Moment, wenn vier Gegner auf mich stürmen. Oder fünf. Haha. Da wäre der Kronleuchter eh auf dich gefallen und hätte dir wahrscheinlich keinen Schaden gemacht, denn da ist plötzlich die Logik überhaupt nicht mehr so wichtig. Oh, sterben. Eine noch. Jawohl. Ja. Ja. Du musst sterben, das kommst du später wieder, ich weiß es. Gut, das waren wohl vier Gegner. Ich hatte zwei von... Ah, da ist der andere. Von dem, was auch immer er auch sein mag. Die Ausdünstungen eines schlechten Mahls. Vielleicht das. Ja. Gut. Auf der anderen Seite. Oh, vielleicht sollte ich das noch nicht aufmachen, sonst verschwindet das, bis ich es habe. Aber den Typ brauche ich hier nicht zu schonen. Gut. 5800 Punkte. Läuft gut. Man müsste einmal durchkommen, ohne auch nur einmal zu sterben komplett. Aber ich glaube, das ist echt für den normalen Spieler keine realistische Möglichkeit. Ich meine, ich würde ja behaupten, ich bin jetzt auch nicht der allerschlechteste Spieler. Und ich sterbe ja auch in regelmäßigen Abständen. Und ich bin erstmal in Block 6. Und die ganz schwierigen kommen erst noch. Ich weiß nämlich genau, dass da noch ganz schön große Knaller warten. Das hier ist noch ein Vorgeschmack dagegen. Haha, einfach draufschlagen. Gute Strategie. Aber jetzt die Fledermäuse. Erstmal die eine wieder. Komm. Ach, von oben kommt die zuerst. Obwohl die eigentlich viel weiter weg war. Schien mir zumindest so. Merkwürdig. Wieso habe ich eigentlich mein Zauberwasser nicht mehr? Wo war das denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, sind das Elemente von klassischer Musik wie Mozart, Beethoven, sowas? Teilweise? Das könnte schon sein. Du nicht. Und direkt weiterspringen. Ist doch klar, dass sie sich drehen. Wenn da schon Stacheln sind. Dann muss sich das ja auch drehen. Ah. Gut, gegen solche Gegner muss ich mich, glaube ich, nicht irgendwie einnässen. Da gibt es andere. Jetzt kommen gleich die bösen Steine, die zerbröseln. Die sieht man aber, die erkennt man. Wie sollte man dann bitte schön an dieses Item hier kommen, was auch immer das ist? Interessiert mich nicht. Oh, bloß nicht runterfallen. Ich glaube, der hat mich schon öfter runtergeschmissen damals. Ach ja, der geht ja erst kaputt, wenn man an ihm vorbei ist. Und dann trifft er mich einmal und dann ist er tot.
Beispiel. Dafür gibt es ja dann das. Das ist schöne ausgleichende Gerechtigkeit. Das nennt man Karma. Karma muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Je nach Ansichtssache, ne? Von welcher Seite aus man das betrachtet. Von dem ursprünglich Geschädigten oder Unterlegenen. Jedenfalls ändert sich dann die Sachlage meistens zu einem wohlwollenden Gesamtergebnis. Ich muss hier runter. Ja, muss ich mich einmal treffen lassen, schätze ich mal. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das anders zu machen. Aber den einen Treffer muss man einfach mal hinnehmen. Dann ist das, glaube ich, am erträglichsten. Für meine einer. Puh, der hat mich beinahe getroffen. Geld! Herz! Töten! Knochen! Mann! Gut, aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe kein einziges Leben verloren bis hierhin. Da sieht man, wie leicht dieser Abschnitt dann wohl doch ist. Will ich haben? Wieso hält der nur einen Schlag aus und der da unten hat zwei ausgeschlagen? Ausgehalten. Vielleicht, weil ich von unten geschlagen habe. Das war zu überraschend. Direkt in die Weichteile. Das ist vielleicht dann doppelt so stark. Jetzt mal kratzen, dann schlagen, dann... ducken. Ducken. Ja, das ist auf jeden Fall irgend so ein Lied. Ich verwechsel Mozart und Beethoven immer wieder. Obwohl die eigentlich ganz andere Musik machen, ich weiß. Aber ich höre halt beides gern. Aber auf jeden Fall ist das hier ein bisschen geklaut. Ein paar musikalische Elemente. Da bin ich mir relativ sicher. Hoffentlich haben sie die Lizenzgebühren dafür bezahlt. Tschüss. Ich bin ja schon sehr froh, dass ich jetzt hier so gut durchkomme. Dann habe ich gleich viele Versuche beim Boss. Dann sind wir schon in Block 7. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt sonderlich schwer war. Der 8. wird auf jeden Fall mega schwer. Und dann halt noch A und B. Vor allem B war, glaube ich, schon ganz übel. 87 Herzen, gut. Das weiß ich nicht. Das an irgendeiner verhunzten Einstellung liegt. Oder ob ich wirklich so viele Herzen eingesammelt habe, weil ich nie mein Item einsetze. So, hier oben waren auch noch Herzen, oder? Kann man über 99 Herzen bekommen? Das wäre meine nächste Frage. Das wäre doch mal es wert, herauszufinden. Jetzt kommen die Tanzampare. Ne, erstmal diese Couchtische. Die keine Gefahr darstellen, wenn man weiß, dass sie da sind und sich bewegen können. Was macht das eigentlich? Ein Herzchen. 99, mehr geht nicht offenbar. Schwach. Oder vielleicht wird es nur nicht angezeigt. Das gab es ja auch bei Banjo-Kazooie mit den Leben. Dass man trotzdem mehr hat. Bringt es was, wenn ich die kille oder kommen die immer wieder? Das ist ja immer so die Frage. Aber erstmal fühle ich mich gerade sicher. Gibt es hier noch ein Stück Fleisch? Das wäre voll schön. Nein, nur Herzen, die mir nichts mehr bringen. Vorsicht! Tut mir nicht weh. Dann tue ich euch... Okay, jetzt tue ich euch weh. Oh! Gut zu wissen. Cool! Ich werde nie wieder sterben, wenn ich bis hier hinkomme. Ich kannte das Leben sogar, aber ich habe mich nicht mehr erinnert. Gut, mit 5 Leben werde ich den Boss... Oh, und sogar noch ein Stück Fleisch. Nehmen wir mal ein bisschen gucken hier. Man hat ja gesehen, es lohnt sich. Sind das schreiende Wölfe oder ist das, sind das Hände im Hintergrund? Oder einfach nur Zacken eines Zaunes? Gut, jetzt müssen wir dich killen. Ich stelle mich mal, keine Ahnung. Oh, das war nicht der beste Punkt. Nee. Hä? Ich habe gewonnen. Ja, die waren ja super schwer. Ich dachte, jetzt habe ich ganz viele Versuche frei und dann habe ich es beim ersten Versuch gleich wieder geschafft. Also beim zweiten im Endeffekt. Sehr schön. Der Block war auch nicht so schlecht. Pro Aufnahmesession jeweils 3 Blöcke schaffen ist schon nicht schlecht. Beim nächsten Mal wird das bestimmt ein bisschen anders, weil die dann richtig schwer werden langsam. Bis hierhin war es ja nur Eingewöhnung. Überall, Mensch, ärgere dich nicht. Gehen wir hier voran. Und sind in Block 7. Beim nächsten Mal mit 9 Rittern, mit Speeren, die auf mich lauern.
Und ich habe mein Item behalten, sogar beide. Also die Axt und die Römisch 2 da rechts. Und 5 Leben. Das wird spannend beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.